Was hatten Sie denn mit den Sklaven vor? Sollten die hier alles aufbauen oder was? Oder Erze oder irgendwie Schrott ausgraben? Schau dir das an. Hier müssen wohl die Alten eine Schlacht geschlagen haben. Vorwärtsstellung überrannt. Kein Kontakt zu USRC. Das heißt, wir sind am Arsch. Irgendwelche Vorschläge? Wir haben noch eine Aerosolbombe. Wenn die Bots kommen, zünden wir und jagen einen Haufen Blechbüchsen hoch. Wir nehmen sie mit. Wie fies. Gefällt mir. Dann mal los. Wir sehen uns im Himmel. Ist das die Bombe, die Vesri fand? Ich muss ihn wirklich aufhalten. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Männer des Schattens. Blut und Schweiß unserer Sklaven düngen dieses uralte Schlachtfeld. Und bald ernten wir unser Schicksal. Das muss weh getan haben. Die Alten haben ja hart gekämpft. Es gab wohl eine Belagerung. Sieht ja krass aus, die Truhe. Schön verziert. Auf dieser Festung errichten wir das Fundament unseres Imperiums. Wir Privilegierten werden über Tausende herrschen. Das ist mein Weg hinein. Ja, dann let's go. Das kommt in meinen Vorrat. Nee, hier durch den Busch können wir nicht, ne? Hier. Hier hat die Eklipse sich etwas aufgebaut. Reißen wir es also nieder. Oh ja, mit Vergnügen. Nicht länger lassen die Massen der Chaos auf uns. Wir sind frei. Frei zu erobern. Diese unterschwellige Eklipse-Musik schon, ne? Wie sie jetzt so anfängt. Ich habe eine Vierteltonne Metall über mir. Und vielleicht noch drei Rippen. Die Aerosolbombe ist nicht gezündet. Dann sind die Ingenieure tot. Ich muss mich rausschneiden, das wird wehtun. Aber wie sagt man doch? Sowas macht man am besten selbst. Oh Gott. Hat sie sich selber den letzten Rest gegeben? Ja, nur die Harten kommen in den Garten. Wie heißt das immer so bescheuert? Die bekannte Welt wird erzittern, wenn sich unser Schatten über das Land legt. Ist da jemand? Nein. Alter, voll in den Oberschenkel. Boah, Alter, Vater. Jetzt machen wir alles ganz sang- und klanglos. Hier ist sehr viel Lohe. Sollen wir das einfach mal in die Luft sprengen gleich? Ah, na, das kommt mir doch gelegen. So viel zu den Wachen. Auf zu ihrem Anführer.
Diese Lautsprecher müssten mit einer Stromquelle verbunden sein. Wahrscheinlich in dem großen Gebäude. Ich wette, dass ich ihn dort finde. Denkt daran, nur ich kann euch diese Gabe geben. Nur ich kann euch führen. Ah. Ich bin jetzt mehr als ein Mensch. Ich trage jetzt die Macht des Todes. Macht jetzt hier wieder einer. Ich sag ja. Ich sag's doch einfach, der macht einen auf Helis. Ganz ehrlich, ey. Weißt du was? Einfach weil ich's kann. So. Dann haben sie nichts mehr. Nichts mehr in der Hinterhand. Und wir gehen jetzt da rein und konfrontieren den Fesre. Utaro-Gefangene. Ich muss sie befreien. Fremde? Schnell. Wer ist sie? Hilfe! Beruhigt euch doch. Ich werde euch befreien. Dank und Segen! Durchhalten. Ich hole euch da raus. Ihr seid sicher. Lauft so weit weg, wie ihr könnt. Und was machst du? Hier aufräumen. Allein? Das ist der Tod! Sicher. Für die Bösen. Ihr alle, versteckt euch, bis ich hier fertig bin. Und jetzt zu Vesre. Blut und Schweiß unserer Sklaven düngen dieses uralte Schlachtfeld. Lass mal kurz die Kamera aus, weil ich denke, das wird nicht die letzte Cutscene sein. Zeit ist um. Die Kampfroboter sind draußen. Eingabe von Zündsequenz. Alpha, Charlie, Echo. Scheiße. Sicherheitsschalter bleiben aktiv. Für Manuel bleibt keine Zeit. Es ist vorbei. Ich hab versagt. Lieber Gott, wenn du mich hörst, achte auf mein Mädchen. Ist das furchtbar? Ist das furchtbar? Die war, glaube ich, mit die letzte Überlebende von dieser ganzen Einheit, oder? Und sie hat jetzt praktisch die Aufgabe gehabt, als letzte Überlebende diese Bombe da zu zünden und es hat einfach nicht geklappt. Oh Mann. Die Kunst der Alten wird allein mir gehorchen. Ich meistere ihre Macht und sichere unsere Zukunft. Oder du sicherst erstmal euer Versteck. Moin. Ah, die Retterin von Meridian. Wie schön, dass du dich freiwillig... Halt die Klappe, Vesre. Es ist vorbei. Wohl kaum. Du hast uns aus dem Sonnenreich vertrieben. Aber jetzt rächen wir uns. Ja, dann. Mal sehen, wie das läuft. Ein Sägezähnchen, oder was ist das? Ha? Der Verwüster wird es nicht leichter machen. Nee, Verwüster, alles klar. Ich muss ihn schnell erledigen. Wir kugeln den erstmal ein bisschen an hier. Oh, aua. Huch. Leder dich mal hin, mein Freund. Leder dich mal hin. Ei. Wieso bin ich jetzt geschockt worden? Was? Das konntet ihr früher aber nicht. Was soll das? Oh. Alter. Kämpft unfair. Okay, Vesre, du bist als nächster dran. Na. Ja, dann.
Au. Was ist denn das für eine krasse Waffe, ey? Was zum... Das war's gleich. Was zum Teufel? Darfst du mich verarschen? Junge? Alter, was ist zum... So. Guck mal, die Symbole, die erinnern mich ein bisschen so an die Prince of Persia Tränke, oder? Der Prince of Pense... Wer Prince of Persia 3D kennt, der weiß damit, was anzufangen. Habe ich nicht irgendwas vom Verwüster, dass ich mir das nehmen kann? Verwüster-Kolone oder sowas? Ich spring noch schneller! Mann! Wo ist er denn jetzt? Großer Typ, da! Ich sehe ihn nicht. Sterben. Dafür musst du dich schon mehr anstrengen. Nicht hiermit. Im Nu werden wir beide tot sein. Brille, Abschau! Geht's dir gut? Ja, ja, das wird wieder. Ich hoffte, dass du diese Schweine verprügelst, aber das ist wunderschön. Die anderen, sie sollten doch weg, sind sie... Ihnen geht es gut. Sie sind in Sicherheit. Sehr gut. Wir bleiben lieber mal hier, bis wir wieder bei Kräften sind. Ich führe alle zurück nach Rheinklang. Danke, Jeff. Hör zu. Manchmal erwähnte Vesre bei seinem Gebrabbel seine Kameraden. Er meinte, sie sollten bald hier sein. Sind wir sicher? Ich weiß nicht. Aber ich finde es raus. Sieht aus, als ob Vesre hier einige Zeit verbracht hat. Ich schaue mich mal um. Mal sehen, ob da noch mehr Eclipse sind, um die wir uns kümmern müssen. Hm. Oh ja. Habe ich hier irgendwo eine Vorratskiste? Wir müssen mal gleich unsere Bärchen auffüllen. Teure Eclipse. Wenn ihr das seht, habt ihr das Sonnenreich verlassen. Auf der Suche nach etwas, dem ihr folgen könnt. Eure Reise endet bald. Folgt der Sonne bis hinter die Tore von Fahrlicht. Wo strahlende Eroberung euch erwartet. Ein neues Imperium. Kommt mir bekannt vor. Mhm. Das war dann wohl der letzte. Das war ja das Foto, was wir, wo wir die Quest angefangen haben, gesehen haben. Mit diesem Unterschlupf da. Meine Nachricht wartet im Schrecken. Wenn die anderen noch leben, werden sie sie finden und dann kommen sie hierher. Nicht, wenn ich sie zuerst ausschalte. Das habe ich. Huch. Was haben wir denn hier? Aha. Vielleicht mal prüfen, was mein Fokus ist. Fünf Stämme. Fünf Bomben. Das ist perfekt.
Wenn ihre Hauptstädte zerstört sind, haben sie keine andere Wahl, als sich mir zu unterwerfen. Eins muss man Vesri lassen. Er hatte große Träume. Ja, zu groß. Der wurde größenwahnsinnig. Das ist alles, was ich wissen muss. Ich sollte mit Jeff reden. Ihm sagen, was ich gefunden habe. Alle Stämme unterwerfen. Ja, viel Glück, Vesri. Viel Glück. Hab da keine Worte für. Und was gibt's? Vesris Kameraden sind tot. Die Eklipse stellen keine Gefahr mehr für die Utaro dar. Und auch nicht für den Rest der Welt. Nun denn. Ich wüsste zwar nicht, was ein durrer Plünderer wie ich für jemanden wie dich tun kann, aber komm nach Rheinklang, wenn du je einen Gefallen brauchst. Bis bald, hoffe ich. Den Schrecken gerettet. Mal wieder ein Freund dazu gewonnen, siehste. Du wirst langsam wieder beliebt, Eloy. Er sagte gerade 5 Bomben und 5 Stämme, deswegen habe ich gedacht, wir müssen jetzt noch 5 weitere Lager aufsuchen, aber dann habe ich das falsch verstanden. So, Schattenspitze. Was ist eigentlich dieses Flusslied? Das sind diese Velociraptoren-Viecher, die wir schon gesehen haben, da von der Regala angeführt. Weißt du was? Ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge, / in der neuen Aufnahmesession, nächsten Abstecher mit der Hauptstory erstmal weiter. Da wir halt, wie gesagt, überall noch blockierte Wege haben, uns fehlt noch Spezialausrüstung und wir kommen einfach jetzt noch nicht weiter, deswegen gehen wir erstmal dahin. Ich glaube, ich beam mich da mal kurz zu Steinhall und dann stock da ein bisschen meine Vorräte auf, mein Inventar. Und dann sehen wir uns, vielleicht mal meinen Gedanken zu Ende führen, in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne eure Meinung da von dieser Folge, von diesen Folgen. Und ich werde auch antworten. Dann können wir uns ja gegenseitig immer mal austauschen und ich würde mich freuen. Und dann in alter Frische wieder in der nächsten Folge. So, in der letzten Folge haben wir so ein bisschen die Eklipse unsicher gemacht, ein Eklipse-Lager, und haben den Schrecken verdrängt. Die Eklipse wollten ja mit dem Vesri, diesem möchte gern Helis eine neue Eclipse-Armee aufbauen, mit Hilfe von Bomben die Stämme bedrohen und die Macht an sich reißen, aber wir konnten ihn zum Glück daran hindern. Ich habe mir jetzt ein bisschen aufgemotzt vom Inventar her. Das ist wohl einer der Utaro-Landgötter. Was macht der denn hier? Und können wir dem jetzt helfen? Über den sind wir ja vorhin schon gestolpert. Okay, lässt sich immer noch nicht stören. Alles klar. Vielleicht können wir, wenn wir über so eine Maschine stolpern, denen später irgendwie helfen, wenn wir weiterkommen in der Story. Aber wir gucken jetzt erstmal ganz in Ruhe. Ich nehme mal eine Reitmaschine. Das dauert sonst zu lange. Wappa! Ein Otaro-Schrein. Was das wohl bedeutet? Sollen wir da nochmal kurz hingehen? Süß! Ich werde mal kurz noch mal ein paar Fertigkeitenpunkte vergeben. Gut, jetzt sind wir good to go. Haben wir die Waffenausdauer ein bisschen verbessert. So, also wie gesagt, wir setzen jetzt erstmal hier die Hauptquest fort und reiten jetzt mal nach Rheinklang. Der Wal ist ja schon mal mit der Zoe vorausgegangen. Wow. Hier ist die Plage schlimmer.
Wenn ich kein Gaia-Backup ans Laufen bekomme, wird es überall so sein. Ja. Alter. Da humpelt hier wieder einer dieser Landgötter umher. Der Dinos. Alles verderbt hier, alles verdorben. Hier kann man auch keine Landwirtschaft betreiben. Farmerei. Oh Mann. Diese melancholische Musik gleich. Wir müssen zuerst Minerva uns holen. Genau. Wir müssen Erlaubnis uns erbeten, in die heilige Höhle einzutreten. Denn dort wartet, glaube ich, die Minerva, die Unterfunktion von Gaia, auf uns. Und könnte der erste Schritt sein, hier wieder Besserung und Rettung voranzubringen. Hier sind wir. Warum erinnert mich das gerade so extrem an Avatar, Aufbruch nach Pandora? Ich hasse es, durch dieses Zeug zu gehen. Na, gibt Schöneres, ne? Überall. Guck mal, hier ist wieder ein Ausrufezeichen. Können wir gleich wieder eine Nebenquest machen. Boah. Unserem Volk, unserer Kultur wird nichts übrig bleiben. Willst du das? Oh Mann. Unter den Bedingungen zu arbeiten. Da bin ich gespannt, ob sie uns jetzt reinlassen. Da sind Wal und Zo. Ich bin noch nicht bereit aufzugeben. Möge der Boden unter deinen Schritten erblühen. Okay, ich werde hier mal manuell speichern, weil ich jetzt nicht weiß, ob, wenn ich jetzt hier mit Wahl und so weitergehe, ob ich da die anderen Aufträge auch noch machen kann. Ich hoffe. Ich habe das Heimkehrlied diese Woche schon so oft. Na, ihr zwei Turteltauben. Ich bin hier, wie versprochen. Der Gesang. Heißt das, der Chor ist bereit? Er ist versammelt. Ich hätte das nicht geschafft ohne Wahl. Aber ich weiß nicht, ob das etwas bringen wird. Der Chorus singt in Dissonanzen. Das mit der Höhle ist schon schlimm genug. Landgöttin Fahr ist immer noch nicht wieder da. Und mit jedem Tag drängen mehr tödliche Maschinen ins Freie. Greifen die Verteidigung an, die wir um den Eingang herum aufgestellt haben. Aber das ist nur einer von vielen falschen Tönen. Mit deiner Nachfrage hast du viele Spaltungen im Chor selbst sichtbar gemacht. Und im Stamm. Ich verstehe, dass die Höhle heilig ist, aber wieso zieht es so viel Drama nach sich, wenn ich sie betreten möchte? Das Drama gab es auch davor schon. Viele im Stamm und im Chor wollen, dass wir alles so machen, wie wir es immer gemacht haben. Was oft nichts war. Aber andere wollen Veränderungen oder extreme Maßnahmen. Deine Frage hat der Debatte wieder Leben eingehaucht. Klar, Tradition. Damit hatte ich schon mal zu tun. Aber man muss mit jedem Stamm anders umgehen. Wenn du meinst. Also lässt du die Höhle verteidigen? Nur mit ein paar Holzbarrikaden. Wir haben keine Steinmetze wie die Karja oder die Osseram. Es sind unsere Bogenschützen, die die Maschinen aufhalten. Sie wehren jeden Tag neue Angriffe ab. Hoffentlich halten sie durch. Welche Maschinen kommen aus der Höhle? Ausbeuter und Jägerkiller. Zäher als alle, gegen die wir bis jetzt gekämpft haben. Bösartige. Mit einem lila farbenen Schimmer. Kommt mir bekannt vor. Du hast schon gegen solche Maschinen gekämpft? Wenn es die sind, für die ich sie halte, dann ja.
In der Höhle könnte es noch ein anderes Problem geben. Noch ein Grund, mir das jetzt anzusehen und eine Lösung zu finden. Du sagtest, du hättest den Chor nicht ohne ihn versammeln können. Was hast du getan? Einige Mitglieder des Chors haben sich geweigert, deine Bitte zu diskutieren. Sie glauben, dass die Höhle allein den Landgöttern gehört. Aber Val sah, dass das, was du mit Reh getan hast, zu unserem Vorteil genutzt werden könnte. Manchmal reicht es nicht, wenn man die Anführer fragt. Andere müssen für dich fragen. So viele wie möglich. Es hat sich herumgesprochen, wie du Reh beruhigt hast. Vielleicht wurde es auch ein bisschen übertrieben. Das wachsende Interesse hat den Chor unter Druck gesetzt, bis sie sich endlich getroffen haben. Bei den Stammwittern hat es schon einige Male funktioniert. Ein oder zweimal. Sogar bei meiner eigenen Mutter. Sehr gut. Dann kümmerst du dich um die Diplomatie. Oh nein, ich bin sicher, dass wir dich dafür ab und an noch brauchen werden. Gut, los geht's. Also ist der Chor bereit. Was jetzt? Sie diskutieren über deine Bitte. Sollten wir dann nicht mit ihnen reden? Wenn du bereit bist, aber keine Angst. So schnell ist ihre Debatte nicht vorbei. Solche Versammlungen können Tage dauern. Wir haben keine Tage. Dann sollte ich vielleicht erst meine Vorräte aufstocken. Wer weiß, wie viele Maschinen in der Höhle sind. Vorausgesetzt, dass der Chor dir Einlass gewährt. Aloy kann in solchen Situationen ziemlich überzeugend sein. Abwarten. Bereite dich vor. Wir warten oben auf dich, wo der Chor versammelt ist. Alles klar. Dann haben wir doch noch Zeit, mit ihr zu reden hier. Gerücht anhören? Moment. Irgendwie geht mir das ein bisschen sehr auf den Sack gerade. Sei auf der Hut, wenn du von Rheinklang nach Südwesten gehst. Es gibt Berichte von den Tenakt-Rebellen in der Gegend. Unsere Späher wurden schwer verletzt. Ich werde dran denken. Okay. Als ob die Utaru Hilfe mit den Tenakt-Rebellen brauchen. Oh Leute, ihr macht mich fertig mit euren So. Hier sind so viele Ausrufezeichen. Wo muss ich denn hin? Ach, guck mal, hier zum Beispiel. Machen wir alles nach und nach. Oh, es ist schon schön. Es ist wirklich schön hier. Wahnsinn. Bist gerade wach geworden, oder? Halt so typisches Naturvolk, ne? Ich habe keinen Platz. Das kommt in meinen Vorrat. Ach, da. Da oben in der Satellitenschüssel, wa? Wo komme ich denn da hin? Ihr Witzbolde. Haben wir es schon keinen Tributetausch mehr gegeben hat? Wen haben wir? Ziemlich lange, würde ich sagen. Rex war wohl einer der letzten Uhren. Du bist aus dem Osten, nicht? Ich bin gerade potenziell leicht überfordert. Wo will ich denn? Wo ist denn hier? Da oben sind die alle. Die Gerüchte sind also wahr. Du musst die Soldatin sein, die Regalas Streitere siegte. Und die hier für mächtig Aufruhr gesorgt hat. Was macht eine Tenakt in Rheinklang? Vorräte aufstocken für die Reise ins Jagdgebiet. Du solltest hinkommen, nordwestlich von hier. Eine gestandene Soldatin wie du schafft die Prüfungen dort bestimmt. Schätze ich auch. Vielleicht sehen wir uns dort. Ah, das waren alles klar. Jagdgebiete, schön. Ich lausche lieber Maschinen als Gesang. Sobald ich meine Vorräte habe, gehe ich zurück ins Jagdgebiet. Mit Jägerin handeln. Was hast denn du Schönes? Oi. Oi, oi, oi.
Stark rein, schreit der Zirkulator. Ich muss erst so einen Velociraptor umnageln, umnieten, damit ich das kriege. Na gut. Alter, seid doch nicht so laut. Bitte. Oh. Huch. Ach so. Ich hab nicht gesehen, dass da einer lag. Huch. Meinetwegen könnte es mehr Training und weniger Klang. So spricht eine Tenner. Ich guck mir mal erstmal kurz die Siedlung an. Ist das cool. Ah, hier, Maschinenstreit, guck mal. Da oben. Jeder guckt sich hier. Oh Gott, Entschuldigung. Entschuldigung, jetzt habe ich dich gerade geschubst, ne? Gott, guckt's euch an. All die verdorbenen Felder hier. Die Plage, die breitet sich immer mehr aus hier. Falsche Hoffnung ist treibsam. Gib es zu. Wir haben hier keine Zukunft. Ich bin nicht bereit, das zu akzeptieren. Sei gegrüßt, meine Freunde. Sei gegrüßt. Hallo. Und hier ist Maschinenstreit, ne? Ist ja lustig. Mögest du durch volle Felder wandern, meine Freunde. Alter, das ist wirklich so eine Mischung zwischen Ewok-Dorf von Star Wars und von Avatar-Aufbruch nach Pandora, oder? Ob sie da die Inspiration hergenommen haben, ich weiß es nicht. Aber das ist so cool, Alter. Atemberaubend, ne? Ich glaube, das ist das richtige Wort dafür. Essen, ja! Was hast du denn für Essen? Mhm. Saufruchttart, Weizensalat. Entschuldigung. Ein warmes Essen kann dir da draußen das Leben retten. Das ist wohl wahr. Zeit für einen einfachen Samstag.